Nö, noch nicht. Haben wir auch gedacht, dass wir die noch nicht brauchen. Standfackel. Torch. Sind das keine Torches? Ach, das sind Improvised Torches. Verdammt. Ach, scheiße. Jetzt habe ich die falschen Fackeln gebaut. Inwiefern die falschen Fackeln? Ich habe die provisorischen Fackeln und nicht die Fackeln. Ah, okay. Und dann kann ich keine Standfackel bauen. So, einmal einen Satz Fackeln droppen. Ablegen. Ah, mit Druck kann ich das machen. Das ist praktisch. Dann schnappe ich mir wieder die Kohle und baue die richtigen Fackeln. Kann ich auch anschließend die anderen 10 Stück bauen, siehst du. Das wird doch alles. Aber ist alles nicht so einfach hier. Nö. Aber wer hat auch gesagt, dass es einfach ist, ne? Ja, einfach kann ja auch jeder. Richtig. Alter, ich dachte gerade, ich stehe an der scheiß Kante, wo ich gleich wieder, keine Ahnung, wie tief runterfalle. Vitation hier, ey, ist ja der Hammer. Ich bin genau 1% drüber, ne? Über was? Übers Bewegen? Ja. Ja, cool, oder? Und das wird aber nicht mehr und das also es wird nicht weniger. Tendenziell wird es eher mehr, weil irgendwie sind Fackeln schwerer wie Rohstoffe. Naja, du hast ja auch mehrere Rohstoffe zusammengefügt, oder? Da gibt das auch irgendwie Sinn, oder? Ja, aber wenn die einzeln Gewicht A haben, können die gemeinsam nicht Gewicht B bekommen. Wer weiß? Ich hab keine. Alter, ich hab grad 61 Fundament. Okay. Ich geb mich geschlagen spielen. Du hast mich mal wieder überrumpelt. Ne. Ja, also kannst ja gucken, wie weit ich gerade gekommen bin mit den Fundamenten, die ich jetzt gebaut habe, ne? Aber ist schon relativ weit. Ich hab's auch schon so weit gemacht, dass wir einen Eingang haben, nur ich weiß nicht, ob wir dann einen Eingang hinkriegen, weil man da kein Fundament setzen kann. Obwohl doch, wir könnten es direkt an die Treppe setzen, aber dann kommen wir nicht hoch. Verdammt! Okay, ich geh steil in Klöppeln. Och Mann, das ist doch jetzt nervig. Das Ärgernis, wenn du einfach nicht genug rauskriegst. Obwohl, warte mal kurz. Ich kann jetzt noch eben einmal kurz die ganzen Zielwände. Jetzt werde ich leichter. Ja. Weil er die Fackeln stacken kann. Fackeln kannst du stacken, richtig. Aber den Rest kannst du eben nicht stacken und das ist ein bisschen nervig. Aber deswegen war ich so schwer. Das kann gut sein, ja. Achso, ich tausche dann, fange jetzt mal kurz an, Wände auszutauschen, ne? Nicht, dass du dich wunderst. Du fängst an, die Wände auszutauschen, also die Kaktüre hier zu machen, die spürt. Cool, jetzt brauche ich hier keine Dings mehr hinsetzen. Das ist natürlich auch, nicht schlecht. Also hier brauche ich jetzt keine Dings mehr ransetzen. Keine Wand, ne? Ja. Dafür gehe ich jetzt aber in die Ego-Perspektive und das Schild brauche ich gerade nicht und die Pickel auch nicht. Ah, deswegen, ja. What? Wir machen das hier nochmal anders, ne? Also nochmal ein Fundament. Was, wo? Ja, da geht leider kein Fundament, oder? Jetzt ja. Die Treppe ist weg. Jetzt muss es da reinpassen. Ah! Eine Ebene höher. Und wenn du jetzt noch eins noch kriegst du noch eins rein? Ich hab keins. Kannst du mal jemand zuwerfen? Was? Fundament? Ja. Ich hab gerade keins mehr. Warte mal kurz. Ich laufe mal kurz hoch und crafte eins. Wenn ich dafür genug Ressourcen habe. Ja, easy. Hab nur nicht genug. Du sagtest, du brauchst nur eins. Da muss er nur. Der drei Stück werden jetzt hilfreich. Eins habe ich mir gerade gebaut. Ja, warte. Da muss ich dann kurz ein bisschen Stein aufnehmen, weil ich sonst nicht genug Ressourcen habe. Ob das reicht.
Also ein Schnur. Ja, egal, ich mache E3, weil ich sowieso gleich noch welche brauche. Von daher ist es eh egal. Eins. Zwei. Drei. So, das da rein. Stein. Da rein. Und dann, splitte ich die mal eben kurz, dass ich dir noch eben nur eins runterwerfe. Weil die anderen zwei kann ich gebrauchen. Ja, wo bist du denn jetzt? Achso, du baust Fackeln. Ja, okay, also eins kann ich dir jetzt eben... Eins da in das, geben. Da in dann, oder so, dann nehme ich mir das gleich mit. Ja, alles gut. Ja, alles cool. Ja, alles gut. So, also wo, du willst das da jetzt reinhaben? Ja, warte mal kurz. Ah. Oh ja, das passt. Ja, genau, und dann... baust du halt das hier noch eine zweite Reihe rum. Ja, hier passt leider keins rein. Da geht nichts rein. Genauso wie hier zwischen, dass hier nichts reingeht. Ja, es ist auch ganz klar. Dann bräuchten wir halt eben noch irgendwie eine Treppe hier rauf oder so. Oder irgendwo anders hin. Also mir ist ja egal, wo wir die Treppe jetzt noch hinbauen, aber... Also wenn wir jetzt kaputt machen hier... Achso, das da? Das hier? Ne, das die beiden da drunter, aber es gibt wahrscheinlich, weil das da drüber da drauf steht. Nö, eigentlich steht das da nicht drauf. Also welches? Also doch das, was du kaputt haben wolltest. Nee. Sag das doch. Nein, das wollte ich ja nicht. Ich wollte dies hier. Achso, das da. Warte mal kurz. Ego-Perspektive. Ja, cool, das geht gerade wirklich nicht. Das hier könnte ich wieder. Das kriegt gerade auch nicht kaputt. Egal, du kannst auch von hier aus jetzt da eine Treppe hochbauen, oder? Ja, wir können auch da dann eine Treppe. Ja, können wir machen, klar. Oder wir bauen von hier aus eine Treppe rauf. Mir ist das ja egal. Ja, die Sache ist halt, dass du dann keine Mauer da bauen kannst, ne, wenn du sie einmauern willst. Ja. Ja, okay, aber dann bau aber hier auf dieser Höhe eine Treppe hin. Weil dann können wir es hier nämlich... Nee, hier können wir nicht einmauern. Dann baue ich hier auf dieser Höhe eine Treppe hin. Hier. Weil dann kann man es nämlich von beiden Seiten noch einmauern. Also wenn du jetzt hier die Treppe baust, auf der Höhe. Da, wo du stehst? Da rein? Ja, wenn du hier die Treppe hochbaust. Dann, dann kannst du... Also nicht da rein, sondern daran. Dann baut man halt... Genau. Ja, so. Ja, und kommst du da jetzt auch noch lebend wieder raus? Ich hab's mir gedacht. Weil du nicht genau drin standest. Aber ja, da meinte ich. Und dann, wenn es geht, noch eine Treppe von da aus, dann hier runter. Obwohl, nee, das reicht ja auch so. Oder kriegt man hier noch ein Fundament hin? Da kriegt man kein Fundament hin, dann könnte man vielleicht noch eine Treppe rankriegen an die Kante. Ja, das würde ja reichen, wenn wir dann eine Treppe ranziehen. Wir nehmen jetzt tatsächlich hier nochmal die ganzen Fundamente hoch. Und bauen. Auf dieser Ebene halt. Dass wir dann hier noch eben einmal erweitern, dass wir dann zumindest hier noch ein Fundament drunter bauen. Genau. Ja gut, musst du wissen, ob du das jetzt noch hochnehmen willst oder nicht, ne? Okay, ich habe die Entscheidung gehört. Ja, wenn es funktioniert, dann brauche ich ja... Dann brauche ich ja auch nicht so viel jetzt hier an... Warte mal kurz, wie viel muss ich denn haben? Ich muss das auch noch abreißen. Und das... Warte, das sind ja schon die zwei, die ich abreißen musste. So, fünf. So, weil dann ist das hier nämlich ab hier die Treppe. Hui, die Steinchen fliegen. Ja, ich gehe dann jetzt wieder oben austauschen. Ja. Widme mich meiner zweiten Arbeit. Dann reißen wir ab und bauen neu, da sind wir ja Profi drin. Sehe ich auch so. Ja toll, ich muss mal eben kurz hin, ob wir eine... bei Mauern reinziehen.
Und jetzt muss ich es wieder aufmachen. Hi. Na? Hast du den Süßkram gefunden, den ich gekauft habe? Ja. Ist das schön. Wieso krieg ich die Fundamente hier nicht kaputt? Wie kann ich ihn hier abreißen? Wo kann ich mir hier den Loch wieder reinhauen? Interessant. Hier. Das geht. Warte mal kurz. Von hier? Ah. Ich bin hier zu schwer. Hier komme ich wieder hoch. Sieht komisch aus. Ja, yeah, you're carrying too much, ist mir schon klar. Hast du's? So langsam nimmt das was jetzt Gestalt an, oder? Alter, die Steinchen fliegen aber auch hoch. Ja, ich krieg trotzdem nicht alle Fundamente hier kaputt. Das fuchst mich gerade irgendwie. Aber es reicht doch, wenn man jetzt wieder hier bauen kann, oder? Hier? Ja, aber trotzdem muss das hier weg. Hm. Das ist immun. Gegen die Waffe, verdammt. Ansonsten denke ich, dass du gerade weißt, oder? Ja, die Frage ist, andere kriege ich ja weg. Warum kriege ich das jetzt nicht weg? Ja, ich weiß es auch nicht. Das ist ja das ist doch genau dasselbe wie unsere Treppe da hinten, die wir nicht wegkriegen. Weißt du? Ja, weil, bestimmt, weil die in der scheiß Kollisionsbox von dem Sandhügel hängen. Ja, genau das denke ich nämlich auch. Du musst da ja, nicht hin, jetzt. Du musst nur Post schreiben. Ja, aber ich will meinen Linksermuster für meine Inhalte wissen und für. Ja, dann schreddern und nicht darauf antworten. So einfach ist das. Die fallen ja einfach da oben raus, die Steine, ne? Was? Achso, hier bei dir? Ja. Ja, die fallen raus. Aber dafür sieht es doch jetzt auch schon eine ganze Ecke schön aus, oder irre ich mich? So, also die Treppe kriegen wir eingemauert. Das geht schon irgendwie. Ja, deswegen, irgendwie kriegen wir das schon hin. Mein Gott. Wahrscheinlich muss ich mich für die anderen Fundamente einfach nur aus und wieder einloggen, dann geht das auch. Das ist wahrscheinlich eine Idee. Mann, was ist das von mir? Klapp, nächsten Steinchen raus. Ja, wo die ganzen Ziegel hier alle, als Steinchen alle hinfliegen, ey. Ja. Cool, du kannst sie einfach ersetzen. Das ist jetzt ja mal interessant. Was denn? Ich glaube, du brauchst, ich brauche gar nicht alle, jegliche Mauer abreißen, sondern ich brauche sie einfach nur ersetzen. Cool. Ist super. Verdammt, da komme ich jetzt nicht hoch. Hallo, danke. Kannst du hier auf der Ecke Mauer bauen? Weiß nicht, ich habe gerade keine dabei. Sorry, ich muss mal eben kurz gucken, so, dass ich wieder welche herstelle. Ja, warte, dann ich hab auch noch welche. Achso, dann kannst du zumindest ausprobieren, ja. Ja, weil wir müssten halt eben, warte mal kurz. So, ist doch okay, oder?
Ja, wenn da eine Mauer hinkommt, reicht das. Ja, also ich wollte zwar ganz gerne Fundamenten einbauen, weil das schöner aussieht, finde ich, weil es einheitlich dann ist, ne, wie hier. Ja, aber hier an der Kante kriege ich halt irgendwo anders was hin, das ist das Problem. Ich kriege das, wo ich hier drauf rumturne, halt nicht kaputt. Weil guck, wo ich hier das gemacht habe, haben wir auch einen Platz, weil das sonst ja auch nicht gepasst hat. Naja, gut, egal, dann machen wir es halt eben so. Ja. Ja gut, dann bauen wir halt eben den Rest mit den Dingsens ein. Mein Gott, das ist ja auch noch möglich. Und dann müssen wir hier halt auch wieder nur eine Mauer hinsetzen, ne? Weil das sonst nicht passt, weil wir hier drunter ja kein Fundament kriegen. Ja, genau. Ja, mein Gott, ist halt eben so. Geht halt nicht überall hin. Ja, das ist die Spielmechanik hier, die ist noch nicht so ganz ausgereift. Ja, leider. Naja. Wäre tatsächlich. Oh, die Ziegelproduktion läuft nicht. Uncool. Wir brauchen Stein. Ganz dringend. Und ich schnapp mir jetzt mal kurz. Aber da das ja klappt. Dann schnapp ich mir. Dann kann ich ja hier doch wieder. Und dann schnapp ich mir noch. Die. Dann baue ich jetzt mal wieder Ziegelwände. So, dann kann ich jetzt auch die Fackeln hier noch wieder setzen. Achso, ich mache dann aber hier auch noch einen Torbogen rein, ne? Hier wieder. Da oben, aber ja. Aber dann mit einer Ziegeltür. Ja, alles cool. Ja, ich bin dafür, wir stoppen Steinchen. Ja, ich muss erstmal Platz im Inventar schaffen. Achso. Ja, ich bin auch noch nicht ganz. Ich bin auch nicht ganz leer, aber wir haben halt wirklich gar keine Steinchen mehr um. Halt eben. Oh, warte mal kurz, habe ich nicht schon auch ein Ziegelfundament gelernt? Ich habe sogar schon Ziegelfundamente gelernt. Also wenn du willst, können wir die auch noch ersetzen dann zum Schluss die anderen Fundamente. Damit es dann langsam aber sicher einheitlich wird. Ja. Aber da müssen wir halt eben Steinchen kloppen ohne Ende für. Achso, sag mal, wie läuft gerade noch die Eisenherstellung? War eine sehr interessante Frage. Oh, Leder und Eisen. Schlimm, ne? Waffen. Ja, meine Picke ist gerade kaputt gegangen. Oh, ich bin jetzt uncool. Wieder Level up, ist das geil. Ja, cool. Welches Level bist du denn jetzt mittlerweile? 21. Oh, okay. Ja, gut. Bin dann schon wieder eine Ecke weiter, aber... Wie viele Punkte haben wir jetzt zur Verfügung? 5. Ja, dann haben wir hier irgendwo Leder. Da haben wir Leder. Dann kann ich das ja alles reparieren. Eiserner Kriegshammer. Brauchen wir nicht. So, das Leder kommt wieder. Teppich, Lederteppich. Ja. Ein aus Rohleder gefertigter Teppich. Brauchen wir sowas? Oder dann schon direkt den Teppichmacher? Können wir auch den Teppichmacher direkt machen, oder? Für den roten gemusterten. Jo. Auch das andere kann ich aber auch. Das ist cool dann. Mache ich auch den Wandteppich mit dazu. Ergibt ja so, Sinn. Ich bastel noch mal ein paar Eisenverstärkungen gleich. Apropos, was hältst du davon, wenn wir gleich mal gucken, dass wir uns irgendeinen Leibeigenen mal fangen? Dann geht die Eisenverstärkung Herstellung schneller. Ja, kann man gerne machen. Das wäre super, weil dann dauert das nicht so 3 Jahrzehnte hier, sondern ist halt eine Ecke schneller. Ja. Ich brauche Kohle. Ja, ich weiß nur, weil so langsam hier die Kohle ausgeht in der Schmiede. So, ich habe 12 Wände, dann kann ich ja schon mal eben kurz weiterbauen mit den Wänden.
alle wieder wegpacken. Das ist gut. Das ist Plant Fiber und die Branches auch. Ja, Steine hauen war der Auftrag, ne? Ja, Steinchen kloppen ohne Ende. Haltbarkeit 58. Habe ich zum Reparieren alles dabei? Leder habe ich noch. Eisen, ne? Da müssen wir mal Eisen. Ja. Als ich dann vorbeispringt und Ärger aber auch. Nehme ich mal 25 Eisen mit, ne? Ja. Ha! Haha, sehr schön. Da hinten sind noch Eisen und hier sind auch Steine, Steine, Steine. Och, Dame. Hab mich gerade verbaut. Und cool. Soll ich Eisen mitbringen? Eisen kannst du auch gerne mitbringen, ja. Gut. Hier steht eine Eisenverstärkung. Echt jetzt? Oh, ich habe zwei. Super. Sehr schön. So, wie sieht das denn jetzt hier denn aus? Oh, das sieht doch schon viel, viel besser aus. Sehr schön. Bist du in Steinchen kloppen gegangen? Links rum. Links oben rum. Bei uns. Ja, da gehe ich rechts rum. Aber nicht oben, sondern unten. Am Fluss. So, Knochen können wir wieder droppen. So ein Viech erschlagen bringt ja auch was. Ich wollte gerade sagen, weil Knochen haben wir momentan genug und zweitens brauchen wir sie eh nur für die kleinen Feuerschalen, wie sie neben der jetzt neuen Treppe steht, ne? Und ja. Allzu viel Licht bringen sie auch nicht, das muss man dazu sagen. Also kann man sich ab und an auch schenken. You are carrying too much, you can't move. Verdammt! Und das mal eben reparieren. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Achso, ja, dann, wenn das jetzt gleich dunkel wird, dann warten wir die Nacht ab und dann gehen wir danach uns mal Leibeigene fangen, oder? Ja, das wäre mein Highlight. Dann lassen wir sie erstmal knechten und dann, da muss ich noch das Rad für bauen, verdammt. Verdammt, was brauche ich denn dafür noch alles? Ich gehe mal kurz gucken, was ich alles für das Rad brauche. Weil dann kann ich das ja eben schon mal herstellen und dann schon mal oben in die eine der oberen Etagen bauen. 100 Iron Bar. Nicht 38. Ja, okay, den Rest haben wir alles zu Hause. Das gehe ich mal eben kurz alles jetzt herstellen. Oder beziehungsweise machen. Ja, dann können wir sie gleich knechten. Dann baue ich schon mal uns auch noch die Knüppel, die wir brauchen. Ach, da bist du, siehst du. Ja. Da ist Eisen drin. Deine war die linke. Zu wenig drin. Eisen. Da sind. Ja, muss die linke sein, weil die ist leer. Ja, linke. Was ist Eisenofen? Hier hinten bei mir. Ja, bei dir. Okay. Dann brauche ich noch. Ah, ich kann mich nicht bewegen, scheiße. Sag mal, kannst du mal eben kurz das Eisen nehmen hier, was ich dir droppe? Und das Stein. Weil mehr wie 240 brauche ich nämlich nicht. 240 war doch richtig, oder? Oh, 210 sogar nur. Warte, dann droppe ich dir das auch noch. Das ist jetzt Stein, die kannst du gleich wieder in den Ziegelofen hauen. In den anderen da hinten, ne? Yep. So, und wie viel brauche ich jetzt an den Scheißdingern?
Sind das wirklich 38? 38 Zwirn, okay. Doch, das ist ja machbar. So. 30, die lasse ich mal durchlaufen. Es regnet draußen. In real. Stimmt, hier im Game hat es noch gar nicht geregnet, ne? Wird's ja auch nicht, oder? Weiß ich nicht. In so einer Verdammniswüste, dass da mal regnet. Das stimmt allerdings. Du könntest sonst gerne noch mal Holz nachlegen, was das Sharpwood, verstärktes Holz. Ja. Ich muss gleich noch mal eben hacken, ich muss auch noch mal eben Wasser holen. Aber Holz haben wir doch noch genug oder irgendwie nicht? Weiß ich nicht, ich würde es aber trotzdem hacken. Ja. Ja, wir haben doch genug Holz. Du brauchst nicht hacken gehen. Doch, der Baum stört mich hier, den nehme ich jetzt weg. Ja, dann nehme ihn weg. 220. Musst du in der Nase bohren, ja? Gut. Wenn du Öl findest, sagst du Bescheid, dann will ich mich dran beteiligen. Oh, hier ist dunkel. Hier muss man eine Fackel einladen. Oh. Da in diesem Ausgang. Was? Was? Hier? Ja, wenn du da hochkommst, da muss noch mal Licht an der Wand. Achso, du meinst hier auf der Höhe jetzt? Ja. Ja, aber es geht doch eigentlich. Aber ja, okay. Kannst du gerne machen. So, ah, hier. Da hat er dir Fleisch gekauft. Was? Ja, fast verdorben ist. Hast du ganz keine Objekte in diesem Behälter beziehen? Ja, ist ja gut, mach die scheiß Fehlermeldung weg. Yeah. Ich hab's ja verstanden. Igel? Sehr cool, ich weiß, was ich als nächstes baue. Ja? Ja. Bau uns einen Brunnen. I am carrying too much. Shit. No. Oh, das Rad ist fertig. Das Lagerfeuer ist aus, es ist so dunkel. Ja, dann pack da Kohle wieder rein. Ja, Kohle habe ich gerade nicht am Mann, aber die habe ich. Was? 300 Teer? Scheiße, wir haben noch keine 300 Teer. Verdammt! Uns fehlen. Wie kommst du denn an Teer? 22 Tier, das entsteht, wenn du, hast du Tier heute? Wenn wir Leder herstellen. Ja. 22 Tier fehlen. Dann könnte ich einen Brunnen bauen. Ich hab hier Tier heute. Dann pack sie rein. Wir brauchen das Tier. Oh. Du mir pack das rein, weißt du, und ich arbeite noch daran, dass ich hier mein Inventar klein krieg. Oh, davon brauchen wir 42. Okay, das passt nicht ganz. Ja, ich packe mal eben kurz alles, was ich für den Brunnen brauche, eben in die Werkbank hier hinten. So, die sollten in die in die Tannery, ne? Ja. Was brauchen wir noch? Nee, da kommt Leder raus, was ich habe. Das ist dann doch schon doch kein Tier heute. Ja, ist ja richtig. Heute. Ja, aber Leder brauchen wir ja. Das ist das, was das ist ja richtig. Leder brauchen wir. Ja, dann ist ja gut. Alles richtig. Wo habe ich denn jetzt die Dings gelassen? Da habe ich die. Hier habe ich das reingefahren. Ah, ja. Was habe ich jetzt noch mit einem Tag gehabt? Ah ja, hier. Ein Zwirn. Dein Holz. Wie? I'm carrying too much. Das ist nervig, ne?